Der ist Level 1 nach 8 Minuten. 7-7, er ist 0-5. Who's that Pokémon? No way for you! Wir hatten heute, alleine heute, hatten wir drei Leute, die danach im Chat geschrieben haben, sie waren der und der. Wir hatten den Victor, wir hatten den Graves oder den Udir danach, die einfach dann im Chat geschrieben haben. Dass sie praktisch, also, und die Leute spielen natürlich ganz anders, wenn sie dich snipen, wenn sie gegen dich spielen wollen, wenn sie gegen dich antreten wollen. Also erstens spielen sie konzentrierter und dann spielen sie natürlich viel fokussierter auf dich. Das ist halt, sehr, also es ist schon sehr frustrierend, Streamer zu sein in dem Elo-Bereich. Das wird besser, wenn du hoch bist. Wenn du so Grandmaster Plus bist, wird das besser. Aber bis dahin ist es halt nicht cool. Hey, jetzt hat auf jedem Champion bodenlose Greycard, der Arthur, Sechant und negative Winrate auf allem außer Yumi. Ja, der Kerl ist, ich weiß nicht, warum der immer sauer ist. Das ist, also der hat, früher hat der immer, der war ein Yumi-OTP, ne? Und der hat praktisch immer Yumi gespielt und die Zeit genutzt, nicht zum Netflix schauen oder so, sondern um Leute zu beleidigen. Denn jedes Mal, jedes Game mit Helias hat der einfach permanent Leute beleidigt. Ist deine MMR nicht High Grandmaster? Nicht mehr, nee. Ich hatte, also die MMR von dem Account hat sehr krass getankt, von dem Don Novi Account, weil ich das T1-Projekt gemacht habe. Und dann, also, dann, der war ja Platz 50 oder so, ist die Kate. Dann habe ich angefangen nach dem T1-Projekt und habe einfach schlecht gespielt und habe sehr viel verloren. Und jetzt mittlerweile ist der Don Novi Account ist tatsächlich, der hat einfach ganz normale High Master MMR jetzt. So, da sind halt auch noch Pro-Player und andere Streamer, die das nicht nötig haben, zu campen oder zu ghosten. Genau, ja. Also, du musst dann einfach höher sein in der Elo. Das ist das große Problem, ja. Du musst einfach höher sein. Und dann ist es okay. So, aber jetzt gönnen wir uns erstmal hier ein paar entspannte Games. Einmal eins hier kurz, Mund abwischen und dann nächstes Game wird's. Denkst du, es wäre schwer für dich, wieder auf 1000 RP zu climben, wenn du jetzt für eine Challenge tryharden würdest, wie den Early Climb? Ja, ja, ja. Also, ich bin das T1-Projekt. Weißt du, ich spiele jetzt erst wieder seit... Das ist der fünfte Tag, glaube ich. Also ich spiele jetzt nicht mal eine Woche Tryhard wieder Games und versuche mich zu bessern. Und ich denke, ich bin schon einen weiten Weg gegangen, aber mein Level, also das T1-Projekt war Gift für mein spielerisches Level. Ich habe extrem abgebaut. Das hat sehr, sehr viel gekostet, also mechanisch für meine Lane. Gerade auch, weil sich währenddessen die Meta sehr geändert hat und mein Champion-Pool sehr veraltet ist. Ich muss mir jetzt sehr, sehr viel wieder arbeiten, sehr viel Zeit investieren. Ich habe Yasuo Jungle, verdammte Scheiße. Und dann zusätzlich war es auch sehr schlecht für mein Mental, das T1-Projekt. Also das hat mich am Ende richtig deprimiert. So, wir spielen gegen einen Fizz. Wir könnten hier Gragas Mitte spielen, ne? Wäre keiner nice. Wir haben Toplane Ghost Cleanse Teemo, okay. Dann Ghost Cleanse Teemo. So, jetzt geht's eine schöne Runde Gragas, jetzt wird reingefahren hier. Wir sind einen guten Weg zu Challenger. Ey, danke dir. Also heute hatten wir die ersten richtig guten Games. Bloß die letzten zwei haben jetzt richtig gestunken, ey. Die letzten zwei haben richtig gestunken. Da hatte ich nicht so viel Spaß. Ist unser Zinscht gerade einfach hinten gegangen? Der ist gerade einfach runtergerannt. Leute. Der intet. Der ist straight up intfeedet. Der ist straight up am intfeeden. Der ist gerade einfach in den Gegner Jungle gerannt. Der ist komplett am intfeeden. Ja, er hat ja auch Cleanse Ghost, ne? Ja, das ist tatsächlich ein Full-On-Infeeder. So viel zum einen enttilteten Game, ha? Huh? Puh. Der Proxy, der Botlane, die Wave weg. Was ein Arschloch. Oh mein Gott, was ein Arschloch. Dann den Flash angefegt und trotzdem Solo Bolo. Jawollo, Leute. So und nicht anders. Es werden wir doch straight up geintet im nächsten Game. Alter. Can I ask you why, Cinch? Mich würde es interessieren. Da müssen wir mal Detektiv spielen danach. Ob der irgendwie eine schlechte Erfahrung mit jemandem auf der Botlane hat oder so. Der ist einfach straight up am Inten, ja. Lustig. Sehr, sehr lustig, ey. Ich bin kurz davor, für die tolkische Variety-Veränderung zu gehen, ey. Solo Q ist fucking... Solo Q ist so disgusting zurzeit, ey. Oh, das ist echt schlimm, ey. Das ist echt schlimm.
Wir werden gerade geintfeedet, ja. Wir haben einen Ghost Cleansing, der Level 1 in die Gegner reingelaufen ist. Ich habe noch nie Wut in deiner Stimme gehört. Ach doch, manchmal bin ich schon wütend. Das gehört zum Menschsein dazu. Also das gehört ja ganz normal dazu. Ich glaube, das ist ganz normal, du, dass man auch mal wütend ist. Da nehme ich mich auch nicht raus. Ich bin auch manchmal wütend. Es ist halt, also ich weiß nicht, ich liebe League of Legends. League of Legends ist so ein geiles Spiel, aber es fühlt sich einfach aktuell. Weißt du, die Solo-Queue ist einfach, es tut einfach weh bisher irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist einfach, es fühlt sich so unplayable an, die Solo-Queue zurzeit. Du hast so viel Toxicity, du hast so ein schlecht gebalancedes Game. League macht unendlich Spaß im Team mit anderen. Clash, Fun-Formate, aber Solo-Queue in League aktuell ist einfach ein permanenter Tritt in die Klöten. Also wirklich ein permanenter Tritt in die Klöten. So jeden Tag stehst du auf und kriegst einfach in die Eier. Und du kannst so oft einfach gar nichts machen. Ich habe jetzt einfach, also ich hab jetzt einfach drei Games, habe ich nur Dreck gefressen. Ohne irgendwelches Counterplay dagegen. Das Spiel ist also gefühlt einfach nicht mehr spielbar. Also könnte auch bei Norway die Einsicht, ja, mir tut das unglaublich weh, weil ich dieses Spiel, ich liebe dieses Spiel über alles, wisst ihr. Ich habe diesem Spiel alles zu verdanken, aber es fühlt sich einfach nicht an, als könnte man das noch lange spielen. Und jeden Tag gehe ich wieder, also jeden Tag gehe ich halt so komplett motiviert in die Streams rein und hab Bock und will angreifen und jeden Tag macht mich das Spiel fertig, ja. Bei CSGO? Ja, CSGO. Ey, bei diesen Win-Challenge, bei den Variety-Games. Da habe ich kein Problem, 30 Stunden am Stück zu streamen oder zu spielen. Bei League ist das mittlerweile echt schwer. Wir haben wenigstens ein sehr gutes Game. Unser Cinch ist. Wir stehen praktisch. Unser Cinch steht 0-4. Und es steht 7-6. Das heißt, eigentlich steht 7-2. Das heißt, wenn wir keinen Int-Feeder hätten, dann wäre dieses Game ein absoluter Free-Win. Das kann doch nicht wahr sein. Der ist Level 1 nach 8 Minuten. 7-7, er ist 0-5. Oh, ich hab den Kenner nicht gekriegt. Der macht den Top-Tilt schon. Cinch ist wieder unten bei einem Hot-Play. Oh, das war der falsche Winkel. Ups. Ich wäre tatsächlich tot gewesen, ne, wenn ich den richtigen Winkel kriege. Ich wäre tatsächlich tot gewesen. Ups, falscher Winkel. Ja, wupsi. Tatsächlich ist das vielleicht ingenious, ne? Wir lassen die Gegner jetzt oben durchpushen. Na, wir lassen die praktisch oben durchpushen. Und geben denen den Inhib. Und dann fahren wir richtig rein gleich. Das wird's, Leute. Das wird die Strategie hier. Wir lassen die so richtig, richtig reinpushen bei uns. Und dann nehmen wir so Hops. Ja. Give Inhib. Nicht pushen. Nicht farmen. Ich weiß gar nicht, ob das möglich ist da. Oh mein Gott, er hat Level 2. Let's go. Applaus in den Chat. Level 2 für I Will Not Yield. Richtig starke Performance, ey. Boah, er hat doch schon den ersten Assist. Cleanse ist raus. Look at the plays. Look at the moves. Faker. Was war das? Boah, holy shit. Mit dem Playstyle so früh schon Level 2 zu peaken, ist echt sehr krass. Jetzt ist er sogar Level 4 mit einer Wave, ey. Nicht schlecht. Rastet komplett aus gerade, der Junge. Sehr, 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 sehr krass. Sehr, 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 sehr krass. Okay, er ist gerade, ne? Er plottet. Schau dir nicht an, er plottet. Er hat einen guten Plan. Ich glaube, er hat einen sehr guten Plan sogar. Ihr seht ihn vielleicht nur noch nicht, weil er... Oh, er hat den Fisch fast angetankt. Das war sehr smart, muss man sagen. Oh! We're doing it! Oh, flippity flop! Siehst du dich denn? Mann, ey. Und all around war ich der Inter. Nein. Geh weg von mir. Oh Gott. Goes on and on. Nice, wir kriegen einen sehr frühen Inhib-Drop. Sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Wir haben es praktisch gewonnen jetzt. Der Inhib ist gefallen. Wir haben den Perma-Freeze auf der Lane. Das ist huge. Ich kann dabei dein Mental gesund bleiben. Ich meine, das nehme ich jetzt gerade mit Humor, weißt du? Was sollst du machen? Solche Games gibt's leider. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, dass der also intet. Also er hat ja Bot geintet, oder? Aber warum hat der Bot geintet? Das ist die Frage. Warum hat der Bot geintet?
Ich glaube, legit, das Game ist winnable. Das, ich weiß, das klingt jetzt wahrscheinlich völlig troll für einige von euch, aber ich glaube legit, dass das Game winnable ist. Wäre gut gewesen, wenn er den da geflippt hätte, aber das wäre sehr nice gewesen. Okay, nehmen wir mal, vielleicht doch nicht winnable. Wer hat denn das nicht getroffen? Ah, jetzt bin ich aber auch selber ein bisschen am Griefen, ja. Das Einzige, den man hätte inten können, wäre der Yasuo Jungle gewesen. Vielleicht, ja. Aber warum? Ich meine, der hat ja nichts gemacht, oder? Der Yasuo Jungle. Der hat ja eigentlich nichts gemacht. Vom TP, vom Fizz. Okay, poppin' off. Pflanz ist drin. Na, da bärenstark. Wenn das nächste Mal das Gift anmacht, ist es noch ein bisschen stärker. Tatsächlich. Nice, exzellente. Ich muss mal, wir müssen gleich mal in dem sein Profil gucken, ob der davor irgendwie eine schlechte Erfahrung mit einem aus unserem Team hatte oder so. Zwei Inhibs sehr früh. Nice. Weil da habe ich. Also, das Problem, das wir haben, ist, dass der Yasuo hat noch keinen Ult, ne? Oh no. Ich fürchte leider, wir haben verloren, meine Damen und Herren. Aber I Will Not Yield hält die Flanke hier. Er ist ein frischer Account und spielt mit Silber bis Platin nur Normals und er hat dieses Games auch nicht geintet. Der Singed hat dieses Game nicht geintet? Stimmt. Da muss ich mich an die eigene Nase packen, nicht wahr? Drei Tote, Frederik, das geht aber besser, ja. Du hast völlig recht. Das war mein... Das war mein Fehler dann. Da packt euch mal selber an die Nase, nicht wahr? Okay, nach dem Game bin ich actually, jetzt bin ich, ich fühle mich sehr enttiltet. Jetzt können wir wieder auf den anderen Account gehen. Und dann holen wir uns die LP, nicht wahr? Dann holen wir uns die LP. Kommen wir wieder rum. Okay, die haben drei Inhibs. Das ist, wo wir heiß laufen. Jetzt kommt der I Will Not Yield Masterplan. Das ist, worauf ihr nämlich die ganze Zeit gewartet habt. Ihr hattet da bloß nicht auf dem Schirm, aber darauf hat er jetzt die ganze Zeit gelauert. Kaiser ist so am Versuchen. Die gibt wirklich alles, die Kaiser. Wir kriegen so viel Erfahrung jetzt, das ist echt huge. Also jetzt können sie eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Sie sollten eigentlich direkt aufgeben, ja. Oh nice, er hat auch seinen Majays Power Spike. Jetzt mit 0-11. Jetzt seht ihr, jetzt kommt's. Jetzt hat er sich Majays gekauft und hat jetzt keine Tode mehr. Keine Tode mehr. Ne, das ist nämlich der I Will Not Yield Masterplan. Er geht 0-11. Er wirkt so, als wäre er harmlos. Er wirkt so, als wäre er ungefährlich. Und dann kauft er sich Majays. Und dann der Pop-Off, ne? Da könnt ihr aber Gift draufnehmen. Jetzt rattert's im Karton, ne? Ich hätte tatsächlich ihn igniten sollen, damit ich Face Rush prokriege, das war mal wird. Da könnt ihr Gift draufnehmen, als see what you did, ja. Schau, jetzt poppen auf! Stark. Er hatte sie. Scheiße, er hatte sie. Das war fucking clean. Ups. Nein! Der war gepolymorphed! Aber das war nicht der beste E-Flash. Ich befürchte leider die Geheimstrategie. Ich meine, sie war perfekt, ne? Ich glaube, sie war perfekt, eigentlich. Aber sie ist es anscheinend nicht aufgegangen hier in dem Game. Muss man leider sagen. Oh!
Die Synergy von mir und ihm ist einfach legendär, ne? Das ist sehr, 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 sehr gut. Krass. Den müssen wir gleich mal honoren. Aber nicht mit so einem normalen Honor, ne? Nicht mit so einem normalen Honor, sondern der hat schon, der hat das extra Seal of Approval verdient von uns. Der hat das extra Seal of Approval verdient. Du kriegst von mir keinen normalen Honor. Nein, du kriegst den besonderen Verdienst-Ausrufezeichen für super gute Dienste hier. Komm. Ganz starke Kiste von dir, I will not deal. Wirklich bärenstark abgeliefert. Der hat ja schon Mobis gekauft. Also hier war er sauer. Dann war er hier wahrscheinlich auch sauer. Ralle, der Killer, Teva, Babadunic und Schmzge. Und dann jetzt hier ist es explodiert. Aber da ist keiner von denen dabei, auf den er sauer war. Dann können wir mal aufs Renekton nehmen noch. Auf wen war er denn sauer? Da ist keiner dabei von denen, auf die er sauer war. Komisch, wirklich komisch. Wirklich sehr, 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 sehr komisch. I wanna drive.